Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm als Coupé. Wir wollen eigentlich irgendwann dem bösartigen, sich aggressiv die ganze Zeit entschuldigenden Kanadier angreifen. Aber das dauert noch. Wenn wir nämlich überhaupt keine Wissenschaft produzieren, which is not cool. Wir wollen das gerade ändern hier, was ich sehr schlau finde von mir. Wir bauen hier zwei Handwerker, was ich jetzt, ich weiß nicht, wie schlau ich das finde. Ich schaue dann so, okay, wir haben plus 30 Produktion für Handwerker. Wow. Efficiency. Amazing. By the way, Kommentare sehe ich sowieso gerade nicht, weil das ist alles noch nicht rausgekommen zum jetzigen Zeitpunkt und wahrscheinlich nehme ich auch noch um einiges mehr auf, bevor irgendwo hier irgendwann eine Folge das Licht der Welt erblickt. Weil, wie gesagt, Ferien. Und damit dann keiner aufnehmen. Ich nehme meinen PC nämlich nicht mit in die Ferien. Wir haben eine enge Beziehung, mein PC und ich, aber so weit kommt es dann doch wieder nicht. Yo, Ami. Könnt ihr mal alle nicht so geil sein auf meine diplomatische Gunst, please? Ich finde es ein bisschen creepy. Militärtradition. Strategos, Manöver, I don't care. Ich bin übrigens ziemlich müde, falls es irgendwen interessiert. Also alles, was schief läuft, würde ich jetzt persönlich eher auf meine Müdigkeit schieben, als auf irgendwie mangelnde Intelligenz oder so. Obviously. Ich meine mangelnde Intelligenz. Kommt man überhaupt auf die Idee? Söldner? I hate everything. Wir kommen eh wieder nicht rechtzeitig zu Söldner, damit ich die Armbrustschützen upgraden kann, weil das Leben nämlich hart und ungerecht ist. Deswegen, habe ich das schon mal gesagt? Es ist nämlich wirklich so. Solange die Dürre herrscht, darf ich das nicht modernisieren. Ja, dann hör mal auf zu herrschen da. Blöde Dürre. Wirklich. Drängt sich einfach in den Vordergrund. Rampensau bist du, eine Blöde. Alright. Was mache ich mit dir? Blöd mich hinhockeln. Wie schauen wir hier überhaupt aus? Ich darf hier keine Wassermühle bauen, gell? Weil ich jetzt neuerdings drauf gekommen bin. Big News. Dass man dafür einen Fluss braucht. Ich meine, ich sehe durchaus ein, wie das schon irgendwie logischen Sinn machen könnte. Aber ich meine, man könnte sich auch einfach, keine Ahnung. Könnt ihr ihn bezahlen, damit er immer ein paar Eimer Wasser auf die Wassermühle spritzt? Why not? Man muss manchmal ein bisschen outside of the box denken, nicht wahr? Man kann sich nicht immer nur an die althergebrachten, traditionellen Methoden halten. Ja, aber wir sind alle unkreativ hier. Schade. Alrighty, wir haben dieser Okay. I mean, everything is quite fucked. But not that bad. Wir können noch die Schafis machen. Wir haben ein Dingsy, which is cool. Wir haben Astrologie beldigst, which is also cool. Lots of cool stuff. Du gehst mal dahin, wir wollen mal sehen, was da beim... Okay, haben wir... Ja, wir haben das schon fertig. Wir machen jetzt natürlich die nächste Straße von, Waka Laka Lulu nach, T. Okay, hör auf das falsch auszusprechen. Wir machen jetzt einfach immer Abkürzungen. Das ist T, das ist OP, so wie ich in Ziff. Das ist, kannst du, das ist WA? Ah, shit. Das ist WAN und das ist WAK. Alright. Nur damit ihr informiert seid. Yo. Best Friends. Nun gut, ich hoffe, ihr seid eher ein Marcus Antonius als ein Bruder. Du bist ein bisschen arg fixiert auf dein eigenes Liebesleben, okay? Auch immer, wenn du, ist halt schlimmer als irgendwas und irgendwer zusammen. Just chill a little bit, okay? Ich wollte eigentlich offene Grenzen mit dir machen. Ey, willst du mir noch Geld geben für offene Grenzen? Come on. Gold. Du bist sympathisch, right? Du bist sympathisch. Wie, was wäre das jetzt? Markus? Cäsar warst du großer Fan davon kurzzeitig und dann... Dann vom, wie heißt er denn schon wieder? Jetzt habe ich vergessen, wie der zweite geheißen hat. Das ist ja wirklich nicht okay.
Der andere halt nicht. Meine diplomatische Delegation überbringt euch ein kleines Geschenk, ein Papyrus der neuen Isis. Heißt sie willkommen, wie ihr mich willkommen heißen würdet. Ich meine, das ist eine gewisse Annahme, die du da tätigst. Wo man nicht genau weiß, wie begründet sie ist, aber, you know, sure. We friends. Du hast zwei Aufladungen, ich weiß immer noch nicht. Ich meine, nehmen wir gern das machen. Yo, die Türe ist vorbei. Ha! Bam! Jetzt steht der Weltherrschaft nichts mehr im Wege. Ey! Haben wir überhaupt schon Dingsy? Haben wir Dingsy? Haben wir Dingsy noch nicht? Wir haben Dingsy, right? How could we not have Dingsy at this point? Wir haben Dingsy. Wunderbar. Du gehst nach T. Für 1-1. It's amazing. Wir haben gleich den Regierungsplatz. Also amazing. Du chillst. Wieso fahre ich mit beiden in die gleiche Richtung? Ausgezeichnete Frage, weil ich ein Volltrottel bin. Ich bin sogar noch schlimmer Volltrottel, weil ich gerade vergessen, dass da Eis... Wieso ist da überhaupt Eis? Wieso ist da... Da sollte kein Eis sein, finde ich. Eis ist hier falsch am Platz. Nächste Runde. Spiele und Erholung. Das könnte ich auch gerade brauchen. Oder im Bett. Ein Bett wäre auch ziemlich lang. Ich meine Spiele und Erholung. Ich meine, eigentlich mache ich gerade Spiele und Erholung. Wobei... Ich kann nicht einfach ruhig vor mich her spielen. Ich muss ja die ganze Zeit noch einen Scheiß dazu labern. Thron ist fucking Kriegsherrn, right? Naja. Naja, Thron ist Kriegsherrn. Wir sehen ihn nirgends mehr. Ist ja alles vorbei. 6 von 8. Du machst leider nicht. Du bearbeitest jetzt halt noch das. Das ist natürlich. Ich meine, von dem Yield her ist es eh am besten. Ich hätte nur gerne noch irgendwas mit Nahrung drauf. Auch noch ein Feld. Also. Nicht unbedingt jetzt ein Teller. Und ein Frühstück, aber ein Feld mit Nahrung drauf. Wo ein Teller und ein Frühstück natürlich auch nicht zu verachten ist. Ich will jetzt nicht irgendwie etwas gegen Teller und Frühstücke sagen hier, bevor mir da wieder ein Strick draus gemacht wird. Gouverneurstitel. Wie es mir halt immer so geht. Gell? Wir holen uns mal plus 1 fucking Wissenschaft, aber wir machen so wenig Wissenschaft, dass ich irgendwann einmal, glaube ich, in Tränen ausbrechen werde. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Wir gehen jetzt zum Kanadier nochmal vorbei. Schauen wir, würden gerne wissen, wie das dort überall aussieht. Nur, um unsere zukünftigen Ländereien mal ein bisschen in Augenschein zu nehmen. Halifax hat immer noch nur 12. Ich meine, da sitzt er, gell? Und lockt mich mit seiner 12 Städten ohne fucking Mauer. Aber es ist alles eine Lüge. Es ist eine große Lüge. It's a scam. That's what it is. Yes. Oh, wir können Bären stauen. Wir müssen ja auch irgendwie Geld auftreiben, by the way. Und wir müssen auch irgendwie Bogenschützen bauen. Also, by the way. Okay, haben wir... Wir haben das Pantheon, gell, mit Dingsy. Yes. Also, wir kriegen da jetzt extrem viel Dingsys dafür. Yes. Also, ich soll definitiv immer Fischerboote bauen. Wir könnten auch mal ein paar Monumente raushauen. Nur dafür... Ach, du brauchst aber eigentlich auch einen Kornspeicher, du. Aber ich muss eigentlich Bogenschützen bauen. Versteht? Da sieht man wieder, was man für Probleme hat. Was kurz in Kornspeicher? Vielleicht kannst du nachher die Bogenschützen machen? Banda Brunei. Wir haben noch jemanden nach Banda Brunei. Oder wir holen uns ein bisschen Kultur mit Vilnius. That's actually not a terrible idea. Yes, please. Okay, jetzt sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Oder ich sage nicht, dass wir schnell unterwegs sind, aber ein bisschen schnell eher. 7-12 ist immer noch zu lang. Wobei ich muss jetzt wirklich, also nach dem Kampf, wobei ich brauche eigentlich auch eine Bibliothek. Aber ich brauche irgendwann die Bogis, right? Wir haben ja momentan 2 Bogis. Ich brauche aber viel, viel mehr Bogis. Und ich brauche Geld. Also well done here, by the way. Hey. Hey. Cleo. Hast du Geld? Du hast Geld. Willst du Zeug? Du willst kein Zeug. Okay. Sind wir halt nimmer Freunde. Du hast schon Bernstein. Du verwöhntes Bürschchen. In meinem Namen die Tore, ja. Verstehst? Sure. 100 ist schon nicht so schlecht, aber ich meine, du hättest mir ruhig auch ein bisschen mehr zahlen können. Ich dachte, wir gehen zusammen auf ein Bier und dann zahlst du mir Geld für meinen Bernstein. Stattdessen hast du mich, willst du mich ausnehmen. Ich dachte, wir sind Freunde, haben die Tore. Ja, Jesus. Okay. Kann auch netter Nein sagen. Oh, das war herzig mit dir. Einheit benötigt Befehle. Du kommst dahin.
Du kommst hier hin. Nehme ich eigentlich auf, super. Perfekt. Ami? Nein, nicht Ami, sorry. Ja. Typ, den wir bald angreifen. Offene Grenzen. Yay. Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen um Geld anpumpen können, aber ich will mich schlecht fühlen. Wisst ihr, weil ich ja eigentlich so pazifistisch bin. Aber ich mir dachte, das kann ich jetzt eigentlich nicht machen. Den armen Kanadier. Nachdem er nachher schon für das Allgemeinwohl mir seine Städte überlassen muss, kann ich ihn jetzt nicht auch noch Geld wegnehmen für die offenen Grenzen, nicht wahr? Das ist einfach so ein bisschen zu. Ist ein bisschen zu unsympathisch. Das will ich nicht machen. Das will ich einfach nicht machen. Zum Mensch bin ich einfach nicht. Wir müssen das wild machen. Ich meine, ich hätte den Fisch gerne, aber wir werden sicher kein Geld ausgeben für Fisch. Kommt man auf die Idee überhaupt? Solange es nicht auf Reis liegt, ist es nichts wert. Das weiß man nicht. Oder eingewickelt in Reis. Ihr seid nicht würdig, euch in unserem... Cleo, please. Ich verstehe schon. Du scheinst Probleme zu haben, du scheinst... irgendwie ein bisschen unsicher zu sein, ob du beziehungsfähig bist, in einer stabilen zwischenmenschlichen Beziehung zu sein, ohne dass am Schluss jemand stirbt. Ich verstehe das alles. Aber das musst du jetzt nicht deswegen an mir rauslassen. Alright? Geh Therapie machen. Aber die Kinder von heute beginnen einfach immer gleich Selbstmord. Das ist auch keine Lösung. Jesus. Okay, du machst jetzt hier... ein Wild-Dingsy. Ich glaube, Jagdlager nennt sich das Ganze. Aber ich finde, Dingsy ist einmal ein gutes Wort für alles. Ich weiß nicht, ob es auffällt. Eure Küste sind ungeschützt, Freund, leichte Beute. Deine Mama ist leichte Beute? Einheit benötigt Befehle. Du gehst dahin. Und dann dahin. Und dann gehst du... Ey! What a job, OP! What a job! Hey, kannst du bitte das Nahrungsfeld hier bekommen? Nein. Mm-mm, gehört nicht ihm. Fuck you. Bamsti! So I'm talking about. Wächst die Stadt auch nochmal ein bisschen, weil da haben wir ja auch noch... Da haben wir noch, Wohnraum. Wir brauchen den Wiki als nächstes. Den lieben Wiki. Den Castellan. Da kriegen wir den Wiki, kriegen wir dann eh nur. Im Feudalismus kriegen wir nichts. Oh, wir brauchen noch ein Gouverneursdings. Ja, auch noch für den. Eine Gouverneursbeförderung. Ich hätte den Wiki befördern sollen. Goddammit. Statt dem Magnus am Anfang. It's annoying as fuck, aber was soll man machen? Weil wir werden natürlich Loyalitätsprobleme haben da drüben. Aber wir kommen vielleicht in ein goldenes. Sind wir schon. Was? 7 Runden? Ich muss. Holy mother of. Ja, kann ich einen Tau Warrior machen oder so eine Scheiße? Wie ist das Ding sie? Nein, es ist statt dem fucking. Don't. Nein, zu früh geärgert. Vielleicht muss ich mich gar nicht ärgern. Okay, ich muss mich nicht ärgern. Bau fucking Wesen? Ist das Tor Ding sie? Scheiße. Oh, God damn it. Jetzt bräuchte ich doch Steinmetzkunst und dann wäre es eh gleich Für Bonus baut Stabmauern. Dann wäre es eh gescheiter gewesen, das zuerst zu machen. Brauche ich jetzt wirklich den Tor, dem sie? Ersetzt Schwerkämpfe, ist aber nicht bei Eisenverarbeitung. What's your fucking problem, actually? Da komme ich jetzt nicht rechtzeitig hin, mein Gott, ist das nervig. Will ich ihn trotzdem haben? Ist die Frage. Wahrscheinlich schon, oder? Er hört sich dope an. Wobei die... Ist alles so schwer. Ist alles wirklich... Ist nicht einfach. Vielleicht kriegen wir den Suzerain bei Banner Brunei und das Reich kriegt für 3. Dafür kriege ich, glaube ich, 3. Brauche ich 3? Ich brauche 3. Kriege ich... Okay, das ist alles... Ich kriege einen Gesandten. Bei Mystik würde ich einen Gesandten kriegen. Kriege ich bei Spiel und Holen, kriege ich keinen Gesandten. Fuck, wir müssen Mystik erforschen kurz. Mother of Fucks. Gewährt einen... Okay, kriege ich einen bei 3? Ich kriege einen bei 3. Okay. Wir müssen Mystik erforschen kurz. Mir tut's auch leid. Ist aber so. Mit meiner Goldenes kommen. Brauche ich denn wirklich die Tors? Wir machen nicht zuerst die Tors. Wobei, wenn ich die Tors mache und die Stadt mache, dann sollte ich die Steinmetzkunst zuerst davor. Kann man nicht einfach irgendwer 6 Armbrust schützen schenken?
Können wir es nicht da. Können wir es nicht so machen? Difficult. Very difficult. Okay, du gehst hier rüber. Einer benötigt Befehle. Du, ich meine, meh. Um jetzt ganz ehrlich zu sein. Du willst 20, ich hab Pferde. Ich würde dir gerne 20 Pferde geben. Aber weißt du, was ich gerne für hätte? Mehr als deine dreckigen Almosen hier. Das sind 20 wunderschöne, stattliche fucking Pferde. What the fuck, Ammonitore? Zuerst bettelt sie mich an um Pferde und dann will sie nichts dafür zahlen. Sind hier nicht im Sozialismus? Du kriegst nicht einfach nur so Pferde. Das ist nämlich die Definition von Sozialismus. Jeder kriegt ein Pferd. Sie ist the means of production. Solange es auch keine Maschinen gibt. Pferde. Jeder kriegt ein Pferd. There you go. Campus. Gouverneurstitel. Yo, Vicky. So. Get going. Du pennst jetzt einfach mal, wenn mir das alles zu blöd ist. Du pennst ebenfalls, du kannst da oben mal pennen. Nur für den Fall der Fälle. Du gehst mal darauf und wir schauen uns da oben noch um. It's gonna be great. Mal, dass ich da nicht durch kann. Nicht, dass er eh in deine Stadt an die Küste gebaut hätte für mich. Okay, Harald, nein. Ich meine, die Pferde sind beliebt als eins. Es hat sich scheinbar noch nicht darum gesprochen, dass man für fucking Pferde auch fucking bezahlen muss. Motherfuckers. Ich meine, können Sie sich fassen? 60 für 20 Pferde. 20! Wir reden hier nicht von einem Pferd. Wohlgemerkt. Wir reden von 20 Pferden. Und 70 Gold ist der Höchstpreis, den ich dafür bekomme. Können Sie das fassen? Ich persönlich bin fassungslos. Produktion wählen. Okay, du hast den Kornspeicher abgeschlossen. Ich würde ja gerne ein Monument machen, aber wirklich, at some point we need to get going with the bogies. Do the bogies, please. Okay, ich meine, wir haben es hier. Es ist ganz nett. Es ist jetzt nicht super, aber es ist ganz nett hier. I can live with this. Du kommst dahin. Nächste Runde. Das ist die Bibliothek fertig. Nach deiner Bibliothek wirst du eigentlich auch sofort, ohne Umschweife. Wollen wir irgendwas ändern? Wir brauchen Ilkum nicht mehr wirklich. Wir brauchen Agoge, wir brauchen kein Ilkum. Was machen wir statt Ilkum? Oh, an absolute amazing question. Wir machen, haha, ist ein bisschen gefinkelt. Wir haben plus 1 Produktion rein. Und jetzt geht's los. Jetzt hauen wir da nämlich rein. Stattdessen. Intelligenterweise. Rekrutierung. Bam. Ist 12,8 Gold pro Runde. No props. Ich dachte, ich hätte zwei hier reingehauen. Ich habe nicht zwei hier reingehauen. Excuse me. No! Du verstehst nicht. Du verstehst nicht! Ich brauche noch einen Gesandten! Oh, I hate everything. Why? Dear Lord! Gab es die Möglichkeit. Scheiße, du hast den Quest. Hast du den Quest? Du hast den Quest. Oh, okay, es ist ein großer. Vilnius, mein Dude! Will ja den Katapult aus. Ihr habt alle. Niemanden einen Handelsweg. Keine normalen Stadtstaaten. What am I supposed to do? Wir schaffen es nicht in ein goldenes. Alles fällt auseinander. We all fucked. Completely and utterly fucked. God damn it. Wie gewonnen, so zerronnen. Und wir hatten es nicht wirklich gewonnen, um ehrlich zu sein. Es sind zwei fucking Punkte. Ich hasse nichts mehr als ein goldenes Zeitalter, um zwei Punkte zu. Also abgesehen vom Pferdebarbaren, aber Jesus fuck, Pferdebarbaren. Nein, wir bleiben jetzt so. Kriege ich irgendwo einen Punkt? Kann ich ihm einfach nur. Komm, gib mir einfach zwei Zeitalterpunkte, Spiel. Für irgendwas, dafür, dass ich so gut ausschaue. Du gehst dahin. Nächste Runde. Einheit benötigt Befehle.
Du gehst dahin. Weißt du, wenn ich noch einen treff? Hey, wie weiß, wenn ich meinen Monitor aus dem Fenster werfe? Krieg ich zwei Zeitalterpunkte? Ey, Mansa muss es mindestens zwei Zeitalterpunkte wert, oder? Mindestens zwei. Delegation schicken, noch einmal zwei. Kannst du bitte. Naturwunde entdeckt, Zeitalterpunkt, right? Right? Must be. Must be. BÄM! Ah, suck it. Okay, wunderbar. Das wär's für heute. Ich hoffe, wenn man das Spaß gemacht hat, zuzusehen, wenn das der Fall war, lasst dann ein Like oder abonniert den Channel. Aber freue mich schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!